Herzlich willkommen zu The Nosy Rosy. Wir machen keine Sommerpause. Nein, wir stopfen sogar das Sommerloch. Hi, ich bin die Duni. Ihr seht die Nosy Rosy am Sonntag. Und ja, Thema diese Woche ist Vorstellen. Wir sollen uns ein bisschen vorstellen. Ihr habt uns ja Fragen gestellt, beziehungsweise einzeln an uns wurden Fragen gestellt. Und bevor ich zu dem Thema komme, komme ich nochmal zu dem Thema von letzter Woche. Oh Gott, meine Haare wieder. Ich komme nochmal zum Thema von letzter Woche, und zwar Urlaub. Ich hatte euch bei Facebook gefragt, ob ihr lieber etwas von Disneyland Paris hören wollt oder über Länder, in die man als Homosexuelle lieber nicht reisen sollte. Ehrlich gesagt, es sind einfach viel zu viele Länder, um die jetzt alle einzeln vorzustellen. Deswegen, ich verlinke euch unten einfach mal eine Liste von Wikipedia über die Länder, wo die verschiedenen Strafen stehen. Ne? Oh, es regnet. Wo die verschiedenen Strafen stehen zu den Ländern, wenn man offen homosexuell ist in dem Land. Und zwar, ich finde das immer total toll, wenn Pärchen irgendwo sind und zu ihrer Sexualität offen stehen. Aber es gibt Länder, da müsst ihr einfach wirklich mal mit einer Strafe rechnen. Und im allerschlimmsten Fall sogar mit dem Tod. Deswegen ist mir das wichtig, dass... Ja gut, im Endeffekt muss jeder das selber wissen, aber bevor ihr in irgendein Land reist, wo was vielleicht jetzt nicht so wie in Europa oder Nordamerika ist, dann solltet ihr euch wirklich vorher informieren, wie es da mit der Gesetzeslage ist, besonders in Afrika und in weiten Teilen Asiens. Es ist besser, wenn man sich vorher informiert, bevor ihr da... mit wehenden Regenbogenfahnen herkommt. So, so viel dazu. So, ich wollte mich nochmal bedanken. Und zwar war letzte Woche mein Rückkehrvideo, mein Rückkehrvideo, Duni Returns. Und ich habe mich echt riesig über diese vielen, vielen Kommentare. Ja, jetzt pisst das hier in den Eimern. Tja, typisch Norddeutschland, aber ich muss euch sagen, ich liebe Norddeutschland. Okay, Kommentare. Ihr habt mir letztes Mal sehr, sehr viele Kommentare geschrieben. Und das waren wirklich viele großartige Kommentare. Und ich war echt mega begeistert davon. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet, dass ihr so viel Positives dazu schreibt, dass ich wieder da bin. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass die Mehrheit mich vergessen hat und denkt so von wegen, was will die dicke Frau jetzt da eigentlich von uns? Nee, es war echt im Gegenteil. Wirklich ganz viel Positives, und das motiviert mich natürlich noch ein bisschen mehr, immer mehr zu machen für euch, und wirklich... vielen, vielen Dank. Wirklich. Also das kommt wirklich von Herzen. Das ist jetzt nicht irgendwie dahingerotzt. Ich meine, ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch. Und ja, machen wir mal was ganz Schwules so hier. So Herzchen für euch. Danke, wirklich danke. So, kommen wir mal zum Thema diese Woche. Das Video von Sven habe ich mit ihm, ja... gemeinsam gedreht, falls ihr es gesehen habt. Ich habe mit ihm auf dem Handy, über Handy, habe ich mit ihm Fragen gestellt und er hat sie mir beantwortet. Und nochmal ganz liebe Grüße an Sven.
Und ich fand es mega lustig. Ich habe mir das Video danach auch noch angeschaut und sehr amüsant. Schade, dass wir so weit auseinander wohnen. Ich glaube, das wäre echt witzig, wenn wir öfter Videos zusammen drehen. So, jetzt zu meiner Person. Ich heiße Duni. Das ist die Abkürzung von Dunja Dette. Nein, Quatsch. Das ist die Abkürzung von Dunja. Ich bin 24 Jahre alt. Ich wohne in Bremen. Mein Gewicht muss ich jetzt nicht erzählen. Ich bin 1,73 Meter groß. Und wisst ihr, was das Witzige daran ist? Noch vor einem halben Jahr war ich so 1,70 Meter und ich bin mit 24 sogar noch gewachsen. Meine Ärzte meinte, das ist möglich und normal. Also für diejenigen, die noch etwas jünger sind und sich vielleicht zu klein fühlen, ne, so kleine Umpa-Loompas, dann kann ja sein, dass ihr noch mal ein Stück wächst. Okay. Ja, wie kam ich jetzt dazu? Ah ja, über mich. Okay. Ja, ich wohne in Bremen. Wie ihr seht, sehe ich nicht ganz deutsch aus. Ich bin aber voll die Deutsche, ehrlich gesagt. Ich bin ein Mischling. Ist zwar keine Politik Correctness, aber ja, meine Mama ist Deutsche und mein Papa kommt aus Nordafrika, das ist der arabische Bereich. Und mein Vater plus meine Mutti gleich Duni. Oh Gott, das reimt sich sogar. Ja. Ja, gut, kommen wir zu euren Fragen. Ich habe es mir auf Papier aufgeschrieben hier. Oh mein Gott, Papier, das ist so oldschool. Ich bin ein richtiger Hipster. Eigentlich müsste das Video in Instagram gedreht werden. Naja, ich wurde gefragt, ich habe euch bei Facebook geschrieben, schreibt mir aber bitte Fragen, die ihr habt. Zum größten Teil gingen die Fragen ums Essen. Ich denke mir mal jetzt nichts dabei. Da hat jemand gefragt, bester Film. Es gibt so viele Filme, die ich total toll finde. Am allerliebsten, ich bin kein Filmfreak im klassischen Sinne, dass ich mir jeden Scheiß angucken muss. Oh mein Gott, Hollywood-Filme, bla, ich muss ins Kino oder. Bei Filmen bin ich immer etwas speziell, sage ich jetzt mal. Am liebsten gucke ich deutsche Filme. Die sind mir am allerliebsten. So deutsche Dramen mag ich total gerne. Filme, die auf Arte laufen, Dreisat. Ich habe jetzt auch ZDF Neo, 1 Live und die ganzen ZDF Kultur, die habe ich jetzt neu für mich entdeckt. Seit dieser Receiver-Umstellung haben wir die Sender jetzt auch. Und finde ich ganz toll. Ja, besser Film. Ein Film, den ich sehr oft gesehen habe und ein Muss für einen Eminem-Fan ist 8 Mile. Den kann ich selber nachspielen. Das war einfach zu der Zeit 2003, wo der rauskam. Ja, 8 Mile gehört mit zu meinen besten, also Lieblingsfilmen. Dann der Film, der mich sehr berührt hat, ist Precious. Das Leben ist schön. Das ist so ein schöner Film. Also, das ist so ein Film, wo ich sage, wer bei dem Film nicht weint, hat kein Herz. Nein, gut. Es ist ein wundervoller Film und das ist ein Film, bei dem man auch eine ganz andere Sicht dann vom Leben hat. Ich habe jetzt auch mal was Deutsches rausgesucht. Da ist unter anderem Die Welle, finde ich sehr toll. Und zwar bei dem Film Die Welle geht es darum, dass die nochmal diesen Faschismus nochmal nachspielen im Klassenzimmer bei einer Projektwoche. Und der Film ist total authentisch und mitreißend, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist da echt mittendrin. So, viel zu Film. Lieblings-Eissorte. Also in der normalen Eisdiele esse ich am liebsten Haselnuss. Und da gibt es eine Eisdiele, die gibt es nicht überall. Die gibt es Giovanni L., falls euch das was sagt. Gibt es in Hannover, Göttingen, Hamburg, Kiel. Noch woanders, weiß ich jetzt nicht. Die haben immer ziemlich Special-Sorten. Und das ist dann bei dem spanische Sahne. Und wenn ich Bock auf ein Supermarkteis habe, dann hole ich mir meistens
einen Ben & Jerry's mit der Sorte Half Baked, halb Keksteig, halb Brownies. Super lecker. Lieblingstorte. Wieso Torte? Wie kommt man auf Torte? Schokoladentorte. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie, dass ich so auf Sachertorte stehe. Lieblingsessen. Ich stehe total auf Nudeln und Nudelaufläufe. Und Lasagne und Quiche. Finde total mega lecker. Dann hat Sven mich gefragt, wer ist mein Lieblings-Sven? Natürlich du, Sven. Ich kenne nicht viele Svens und die meisten gehen mir an vorbei. Also, das kannst nur du sein, Darling. Du weißt ja, ich bin ein bisschen verliebt in dich. Dann wurde ich noch gefragt, Festivals und Konzerte. Ich war noch nie auf einem Festival. Bisher hat mich das auch ehrlich gesagt irgendwie nicht so gereizt, 3 Tage mit zigtausenden von Menschen irgendwo zu sein und zu campen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich würde relativ schnell genervt sein und keinen Bock mehr haben. Ich weiß es nicht. Ausprobieren, wenn sich das ergibt, würde ich mal. Das Einzige, ich stehe ja nicht so auf Alternative Rock, Indie und so. Wenn ich mal ein Festival ausprobieren würde, dann wäre es das Splash Festival. Da wird Rap und Hip-Hop gespielt. Also da treten Hip-Hop und Rap-Interpreten auf. Ja, Konzerte. Auf Konzerten war ich auch schon gewesen. Also, wenn ich euch mein erstes Konzert erzähle, wird wahrscheinlich die ein oder der andere lachen. Mein erstes Konzert war 1997. Da war ich fast 10 Jahre alt und es waren die Backstreet Boys. Ja, ich war Backstreet Boys Fan. Ich habe mich jetzt geoutet, Backstreet Boys Fan. Also wieder ein Outing über den Tisch. Ja, dann habe ich noch ein paar andere Konzerte besucht. Weiß gar nicht. Kleinere Konzerte. Ich bin nicht so der Konzertfreak. Also es muss wirklich schon jemand Besonderes sein. Wie Eminem. Apropos Eminem. 2005 sollte eine große Europatour sein. Und darunter noch 2 Shows in Deutschland. Eine in Hamburg und die andere in, ich glaube, da irgendwo in der Nähe von Berlin so. Ja, innerhalb, ich glaube, 2-3 Stunden waren die Tickets auch ausverkauft. Und 3-mal dürft ihr raten, wer eins hatte. Beziehungsweise 2, natürlich ich. Aber wegen Eminems Tablettenabhängigkeit musste die komplette Europatour abgesagt werden. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, weil wer... Und die Konzerte wurden auch nicht nachgeholt, ne? Ja, jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wer am Boden zerstört ist. Ja, was für ein Konzert ich gerne besuchen würde, ist von Lady Gaga. Ich habe mir das mal, ich habe mir mal ein paar Konzertausschnitte und so mal angeguckt. Also erstens mag ich ihre Musik, sie als Person, die ist total crazy, gefällt mir. Und ihre Shows sind echt bombastisch. Also das wäre ein Konzert, wo glaube ich so ein Ticket zwischen 80 und 100 Euro kostet, was es mir aber wert wäre. Wenn, dann würde ich da mit meiner Mutter hingehen, weil meine Mutter mag auch Lady Gaga. Ich glaube, ich würde gerne mal auf ein Lady Gaga Konzert gehen. Ja, sonst hat keiner mehr irgendwelche Fragen gestellt. Ich bin wohl nicht so interessant. Ich war vorhin noch bei Blog TV, wo Sarah und Denise waren. Habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt und meine Sprüche abgelassen. War ganz lustig mit denen. Dann wurde ich gefragt, ob ich auch mal Blog TV machen würde. Also wenn sich das jemand anguckt, dann würde ich das natürlich auch machen. Und auch, okay, und wenn sich das nur eine Person anguckt, dann wird es halt für eine Person gemacht. Aber ich habe das jetzt nicht geplant, vielleicht mache ich das mal spontan, aber ich habe da jetzt nicht so irgendwie was geplant. Ja, war noch was? Nee. Super. Dann war es was von mir. Ich weiß nicht, wie lange das Video ist. Ich habe die Zeit nicht in der Cam eingestellt.
Ja, ich wünsche euch dann was. Eure Duni, bis zum nächsten Mal. Mua, mua, ciao.